Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Foodist Gourmet Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt super viele unterschiedliche Adventskalender bei Foodist und ich habe mich für den Gourmet entschieden, der 59,99 kostet. Hauptsächlich, weil ich den optisch einfach so schön finde. Der hat halt so ein Braun-Kupfer-Design, keine Ahnung. Und ich habe mir halt gedacht, das ist, weil mein Freund halt super gerne so Kupfersachen mag, wäre es designtechnisch auf jeden Fall eine schöne Geschichte, für ihn den dann neu zu befüllen. genau. Und ja, das hat mich tatsächlich dazu verleitet, den zu bestellen. Manchmal muss man mich nicht unbedingt verstehen, aber ich wollte einen von Foodist bestellen, um ihn hier vorzustellen. Und das ist ein Food-Adventskalender. Also da sind Essens-Yum-Yum-Produkte mit drin. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich der hohe Preis tatsächlich lohnt. Denn es gibt ja auch den von Degustabox zum Beispiel oder von Brand News und so weiter. Und die sind halt deutlich günstiger. Mal schauen, ob der es einfach drauf hat. Wir haben hier auf den einzelnen Böckschen, weil es ein Boxen-Adventskalender ist, auch verschiedene Fun Facts draufstehen oder Informationen. Die lasse ich jetzt aber einfach mal unvorgelesen, damit wir uns einfach mal vom Inhalt überraschen lassen dürfen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, beim näheren Betrachten, dass es sich nicht um Kupferfarben handelt, sondern um Orange. Naja, vielleicht kriegt er dann den Asam Adventskalender mit Make-up-Geschichten, aber dann halt anders befüllt. Als erstes habe ich hier etwas drin. Oh, geil. Von Mutter Feldkamp. Biomandeln per Hand gebrannt. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Ich bin auch mal gespannt, ob ich überhaupt irgendwie die Werte, also die Euronen dafür rausfinden kann. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber darüber freue ich mich gerade tierisch. Ich liebe gebrannte Mandeln und das erinnert uns natürlich direkt an Weihnachtsmarkt. Auf der Nummer 2 steht dir Santa, I ate your cookies. Ja, ja, Santi, Santa, Santa, deine Kekse wurden aufgegessen. Sehr witzig, aber wir haben hier irgendwas drin. Okay, Taralini, traditionale Pugliesi, okay, 35 Gramm. Das ist wahrscheinlich irgendwas Italienisches, was so ähnlich wie Kekse ist, also Gebäck, so. Mini-Donuts in hart wahrscheinlich. Okay, also sehr klein, bin ich gespannt. Kann ich mir vorstellen, vielleicht mit so einem Dip zu essen, mit Frischkäse oder sowas, ne? Auf der Nummer 3 befindet sich eine Kerze und da bin ich gespannt, was wir hier drin finden werden. Oh, oh, das sieht lecker aus. Manke and Cold Way. Malischen, handgefertigt aus Mandeln. Oh, das sieht lecker aus, ne? Das ist so ein kleines Küchlein oder ein Riesenkeks. Nö, das ist ein Küchlein, das ist weich. Von lebkuchenbremen.de. Okay, da hatte mir letztens eine Kollegin oder mittlerweile ehemalige Kollegin auch den Tipp gegeben. 28 Gramm sind hier drin. In Bremen gäbe es halt super tolle Manufakturen und so weiter, die halt auch so gebrannte Mandeln herstellen und halt auch so Lebkuchen. Und da müssen mein Freund und ich auf jeden Fall mal vorbei und uns das in live anschauen. Ja. Die Nummer 4 haben wir hier und die fühlt sich auch sehr leicht an. Gucken wir mal. Hier haben wir einen Riegel mit 25 Gramm drin enthalten. Venci Allegro Nougatine. Okay, das ist wohl irgendein Nougat-Riegel. Das ist interessant. Ja, sowas ist auf jeden Fall was für meinen Freund. Der mag sehr gerne Nougat. Es fühlt sich eher an wie Schokolade mit Nougat. Ja, cool. Aber ist der Adventskalender wirklich seine 60 Euro wert? Das ist halt immer so die Frage, ne? Wir gucken mal nachher. Nummer 5, der Tag vor Nikolaus. Mal gucken, ob hier so Kekse drin sind, die wir dann für den Nikolaus unter den, auf den Kaminsims stellen können oder so. Was ist das? Okay, Vaja. Bean Salt Snack Never Fried, also nicht frittiert. Und hier haben wir 27 Gramm drin. Das scheint auch so mit Erbsen und Bohnen und Kichererbsen und sowas zu sein. Sowas finde ich auf jeden Fall interessant und lecker. Ne? Also sowas wird mir auf jeden Fall schmecken. Aber ich bezweifle, dass der Nikolaus sich damit bestechen lässt. Wobei die Nummer 6 sich schön groß und schwer anfühlt. Es fühlt sich groß an. Es ist groß. Cool hätte ich jetzt gefunden, wenn hier wirklich irgendwie was Nikolausmäßiges drin wäre. Das hier scheint ein Muffin zu sein. Bedetti Panettoncino Classico. Ein Panettone-Hefegebäck mit 100 Gramm. Also das ist hier ein richtiger Kuchen drin, ne? Ich stehe ja auf sowas.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Ich mache es jetzt aber nicht auf, weil ich weiß ganz genau, dass ich das jetzt nicht alles auf einmal essen kann. Und mega geil. Also das finde ich sehr, 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 sehr cool. Und es ist so schön weich und so, ne? Ich weiß nicht, hier ist so ein Mädchen ab oder ein Kind abgebildet, was in so einen großen, in ein großes, süßes Brot reinbeißt. Vielleicht ist es gar nicht so quietschesüß, sondern eher brotig. Muss ich mal ausprobieren. Weiter geht es mit der Nummer 7. Also wir haben hier schon so Süßigkeiten oder Snacks aus aller Welt drin. Ne? Das ist schon sehr speziell und interessant. Heißt, ich glaube nicht, dass ich euch die Preise dazu raussuchen kann. Wage ich zu bezweifeln, denn sie stehen auch nicht im Heftchen mit dabei. Hier habe ich Cashew Curry, 30 Gramm drin enthalten. Und ja, das sind einfach Cashewkerne, die einen Curry-Geschmack mit dabei haben. Finde ich sehr interessant. Ich mag Cashewkerne super gerne, aber in Kombination mit Curry, okay. Die Nummer 8 darf machen. Das ist Kracht. Das Übliche. Ne? Mal gucken, was hier drin sein wird. Also es ist gut gefüllt. Oh, ich habe gerade das falsche Ding hier. Oh. Ganz edel. Wally and Wiz. Rethink Candy. Danish Sweetness. Okay. Da sind Weingummis drin. Fruchtgummis. Okay. Da gucken wir mal, was hier drin ist. Genau, wir hatten auch bislang noch keine Fruchtgummis oder sowas mit dabei. Interessant. Sehr edel, ne? In so einer Verpackung mit dabei. Oh, okay, das sind verschiedene Sorten. Einmal Mango mit Passionsfrucht haben wir hier mit 11 Gramm. Kann man sich einfach mal ein bisschen durchschnabulieren. Und das ist bis nächstes Jahr zum Jahrestag von meinem Freund und mir haltbar süß. Das hier sind nochmal 11 Gramm von Limette mit saurer Limette? Nein, Lime und Sour Lemon. Okay, das ist einmal das. Also wirklich vier verschiedene Geschmacksrichtungen, das finde ich auch cool. Dann Licorice with Salty Licorice. Lakritz mit Salzlakritz. Und Pfirsich mit Bergamotte. Also mal ganz, ganz andere Geschmacksrichtungen. Cool. Die Nummer 9 darf bekanntermaßen machen, dass wir uns freuen. Und sie ist wirklich schwer. Vielleicht ist hier eine Tafel Schokolade drin. Ja. Das ist von Johnny Doodle Milk Salted Peanut and Caramel. Oh, also oh. Erdnüsse und Karamell mit Salz. Also das schreit meinen Namen, ne? Lecker. Das ist eine große Tafel Schokolade mit 150 Gramm. Feier ich. Mit der Nummer 10 wird es nun weitergehen. Oh, auch hier, also die Boxen sind gut gefüllt, ne? Wasabi Erdnuss. Oh mein Gott, 40 Gramm sind hier drin. Ja, das könnte scharf werden, ne? Von Nusswahn. Komm, das steht hier hinten drauf. Honey dipped. Okay, sehr geil. Ich habe ja den Snack-Adventskalender und nicht den Spirituosen-Adventskalender, deswegen ist in der Nummer 11 sicherlich kein Schnaps drin. Und hier habe ich von Barreau Sea Salt Caramel Marshmallow. Oh, dipped in dark chocolate. Mm. Also es hört sich schon sehr, 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 sehr lecker an. Ne? Das ist wahrscheinlich alles auch relativ süß, aber oh, 30 Gramm. Halbzeit. Die Nummer 12 haben wir jetzt hier. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Also schon bunter Mix. Ne? Food ist Cookie, Chocolate Chip und Vanilla. Mm, das ist bestimmt was für meinen Freund. Und das ist von der Food ist Eigenmarke mit 50 Gramm. Und ja, weil er mag gerne dieses Schoki und Cookie und so. Und das ist was für ihn. Weiter geht's mit der Nummer 13. Oh, auch hier haben wir wieder so was Kleines Eingepacktes von Coudier Catanies. Mhm. Hä? Creme Brûlée? Sabor Original? Mhm. Glutenfrei? Das kenne ich nicht. Was ist das? Ach, das ist hier nochmal eingepackt? Süß. Krass. Also das ist schon süß gemacht und schön gemacht. Machen wir weiter mit der Nummer 14. Ho, 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 steht hier drauf. Hands off my chocolate. Chocolate Chip Cookie Duff. Flavor Chocolate. Oh, das ist doch lecker. Das ist doch einfach lecker, was soll ich dazu sagen, ne? Habe ich einfach Bock drauf, diese verschiedenen Schokoladen und so weiter zu probieren und zu vernaschen. Und hier haben wir drin 100 Gramm. Und die ist allein von der Form her schon so interessant, weil das so einzelne runde Dinger sind und gar nicht eckig, wie man das normalerweise kennt. Mega. Die Nummer 15. Was haben wir hier? Oh, das sieht auch lecker aus. La Conditona aus der Schweiz. Süß, ein Bündner Nusstörtli Alpine Nutcake. Das sieht aus wie ein
19 Gramm sind hier drin. Wie so ein Mini-Apfelstrudel. Das ist ja cool. Scheint auch irgendwie was mit Honig oder so zu sein. Das finde ich ja interessant. Und Walnüsse sind da mit drin. Oh, lecker. Die Nummer 16 haben wir drin. Tasty Black Pepper Mix, Peanuts and Cashews mit schwarzem Pfeffer. Und das ist ja auch interessant, oder? Was haben wir hier drin? 50 Gramm ist hier der Inhalt. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Ja, auf jeden Fall, ne? Oh, ich mag Erdnüsse, ich mag Cashewkerne. Könnte ein bisschen schärfer sein durch den schwarzen Pfeffer. Die Nummer 17 begrüßt den Winter. Oh, Salted. Also man muss Salted Caramel mögen, sonst hat man echt ein Problem mit diesem Adventskalender. Also Salted Caramel Crispy Bar von Broderick's Handmade in Ireland. In Irland. 50 Gramm haben wir hier drin. Also das kann man schön snacken. Also das ist wirklich ein Snack-Adventskalender. Da kann man nichts gegen sagen, ne? Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Dann gucken wir mal, was sie zu bieten hat. King Monty Granola Power Snack haben wir hier drin. Spiced Biscuits, okay, 50 Gramm. Okay, das sieht so ein bisschen gesund aus, aber dann in Keksform gepresst, wie auch immer. Okay, cooler Snack zwischendurch. Die Nummer 19 ist sehr leicht. Oh, hier ist auch nur ein Zettelchen drin. This was supposed to be a snack. Oh, hier sollte eigentlich ein Snack drin gewesen sein. Eine gute Qualität und ein guter Geschmack sind unser ultimativer Anspruch. Deshalb führen wir bei jedem Produkt verschiedene Kontrollen durch. Bei dem Snack, der dir heute den Tag versüßen sollte, hat sich dabei leider ein Problem herausgestellt. Das tut uns leid. Wir hoffen, dass du dich stattdessen über diesen 10-Euro-Gutschein für unseren Online-Shop freust. Damit kannst du dir ohne Mindestbestellwert einen leckeren Ersatz ganz nach deinem Geschmack aussuchen. Okay, das ist okay. Bis zum 28. Februar kann man das einlösen. Und da ist ein individueller Gutscheincode drin. Finde ich okay, kann man auf jeden Fall als Ersatz genehmigen. Die Nummer 20 liegt sehr schwer in meiner Hand. Ich habe wieder eine Tafel Schokolade drin. Und zwar Cranberry Mandel von My Choco, Hashtag Mandelhaft. Mehr als nur lecker. 180 Gramm sind hier drin enthalten. Ich glaube, das ist eher was für meinen Freund, weil der mag lieber, wenn Schokolade halt zusammen mit irgendwelchen Früchten drin ist. Wobei ich auch gerne Traube-Nuss-Schokolade mochte damals. Vielleicht probiere ich die mal wieder. Let's get crazy mit der Nummer 21. Ich hoffe nicht, dass wir in der Weihnachtswoche verrückt werden. Das wäre ein bisschen traurig. Go Nuts with Sweet and Spicy. Okay. Mit Mandeln, Cashewkernen, Erdnüssen und irgendeinem Sirup und Chili sind die. Oh mein Gott, wie geil. 45 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist doch mal eine schöne Nussmischung. Ne? Also man sagt ja auch irgendwie eine Handvoll Nüsse oder so soll man pro Tag essen. Ja, so ein bisschen Sirup mit drumherum ist doch okay. Trotzdem irgendwie gesund, oder? Na, was wird es am 22. Dezember für uns geben? Oh, Candy Kittens Sour Watermelon. 54 Gramm sind hier von solchen sauren Weingummis enthalten. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Süßkram, was wir hier hatten, ne? Nein, finde ich ganz cool. Ich mag auch gerne Wassermelone. Was haben wir jetzt hier am Tag vor Heiligabend? Vielleicht so eine kleine kurzfristige Diät oder sowas, um die ganzen Funde wieder runterzukriegen? Nö. Zimtmandeln und Vollmilchschokolade von Jalaldor. Okay. 45 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist wohl der German Design Award Special 2021. Kandidat oder Gewinner? Keine Ahnung, steht hier hinten drauf. Einfach nur dieses Siegel. Der 24. Dezember ist nicht nur riesig groß, sondern auch relativ, ja, schwer. Oh mein Gott, was haben wir hier drin? Vielleicht so einen kleinen Mini-Christstollen. Delicious Christmas Biscuits mit Kakao. 100 Gramm von Lady Joseph. Okay, das finde ich irgendwie süß. Also, ne? Also das ist was für meinen Freund. Der wird sich freuen, wenn ich ihm das gebe. Und hier hast du halt so Kekse drin. Oh, ja gut, das ist jetzt nicht sonderlich nachhaltig. Die sind nämlich alle einzeln eingepackt und das sind keine Cookies in dem Sinne, wie ich das gerade dachte, sondern das sind so harte, die man irgendwie an Kaffee dranlegt oder so. Ja gut, kann man machen. Ist irgendwie cool, aber ich hätte es irgendwie noch cooler gefunden, wenn das halt so saftige Geschichten gewesen wären. Weil das hatte mich jetzt gerade so ein bisschen in die Stimmung versetzt, dass mich jetzt hier so saftige, so wie wir das auch eben anfangs schon so drin hatten, ne? So saftige Cookies drin haben. Aber gut, kann man auf jeden Fall gut essen. Bestimmt. Nun fragt man sich zu Recht, ist dieser Adventskalender seine 59,99 wert?
im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache, würde ich mal so sagen. Ihr habt jetzt gesehen, was drin ist, also das habe ich euch jetzt gezeigt. Das sind halt auch echt Sachen oder Leckereien aus aller Welt. Finde ich mega interessant und das spricht mich auch total an. Und mein Freund und ich, wir werden das auch aufessen, ne? Also keine Frage. Hätte ich mir das so für 60 Euro im Laden gekauft, was da gerade liegt? Ich glaube eher weniger, bin ich ehrlich. Glaub nicht, nee. Also es ist natürlich cool, das Ganze jetzt so durchzuprobieren, ne? Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass es Adventskalender gibt, die ungefähr die Hälfte kosten und dann halt auch Foodprodukte beinhalten, würde ich wahrscheinlich eher die anderen Adventskalender bevorzugen. Bin ich ehrlich. Also war jetzt eine coole Geschichte und ich habe ihn auch gerne ausgepackt und ich werde auch gerne die, nicht umschmeißen hier, die Produkte mit meinem Freund zusammen vernaschen. Aber ja, ich weiß nicht. Schon ziemlich teuer, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich habe natürlich auch die Gourmet-Variante ausgewählt und jetzt nicht die Klassik-Variante. Aber ich wollte einfach wissen, was da so drin ist und was das Ganze auch so gourmetmäßig macht. Mal gucken, ob es schmeckt. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Ich kann nicht mehr reden. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!